What? Hallo. Hi. Herzlich willkommen bei der ersten und letzten Folge in dieser Saison. Uns ist Missgeschick vorhin passiert. Eigentlich hatte ich meine Cam auch drauf. Ja. Wir waren in einem Greenhouse. Was ist passiert? Ich wurde so. Ich würde am liebsten meine Hose runterziehen, in diesen originalen aus Puff reinstecken, damit ich mich verbrenne. So eine Emotion habe ich in mir. Aber Digga, die Sache ist, ich mach's nicht. Erstmal das und die Sache ist einfach, dass jedes Mal dasselbe ist, Alter. Du vergisst immer wieder. Die Cam? Ich heiße. Ja, ja, süß mit dem Messer, ne? Ja, eine ganz liebe. Bei euch soll ich jetzt mitkommen? Ja, natürlich. Nein! Ja, machen wir. Was denn das mit einer? Die lässt sich einfach nicht los, die süße Omi, ey. Omi? Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir noch. Wir wollen jetzt auf jeden Fall die Bikes waschen, danach geht's zur Demo nach Berlin. Eigentlich unser Halloween-Whiteout, weil letzter Tag der Saison. Und hier ist auch noch ein Saisonkennzeichner, was aber auch nächstes Jahr verschwinden wird, weil die wird umgebaut, die ist halt Originalzustand noch. Kleinen Moment, Leute, ihr müsst auf jeden Fall wissen, wir haben hier eine Honda CBR 600RR, PC40, ja, und eine Suzuki GSX 750, die einfach nichts im Gegensatz zu der PC40 ist. Jetzt hast du deine Schnauze! Oh, Digga, doppelte Penetration, Digga. Das hat mich schon was spürst, gerade am Arsch, Alter. War nicht über den Stroh. Du hast mir Angst, Digga. Wir nichts machen. Ups. Nein, wir kommen. Ich hab verschaltet gerade, hä? Lüge, Lüge, Lüge. Geil. Sei mal ehrlich, hast gesehen, wie auf einmal mein Deutscher raus, also der Deutsche von mir rausgekommen ist? Nein. Der war cool drauf. Ich schwöre, du hast Glück gehabt. Berühren. Nicht berühren. So, wir sind jetzt mittlerweile auf dem Weg zum Halloween-Whiteout. Ich habe mich mal abgekapselt vorm Sena, weil ich die Leute nicht stören will. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr gespannt, was so alles so passieren wird, wer alles da sein wird. Wie viele Biker vor allen Dingen. Man sieht ja, wir sind bereits schon eine kleine Truppe von 2, 4, 6, 8, 10, 12 Leuten. Oh nein. Das ist immer so gut, einer fängt an und alle machen einfach mit. Man muss aber sagen, ich ärgere mich leider immer noch so ein bisschen über das eingespielte Video, was ich euch gezeigt habe mit dem Halloween-Haus. Und es nicht so ganz gepeilt habe, Anfängerfehler passieren. Boah, die Halle ist schon echt sexy laut, Alter. Wow, geil, guck mal sein Bike an. Riecht gut aus. Ich habe Hälfte Tanken. Meinst du Zelt? Was? Boah. Ja, die wollen nur sagen, Reffen kostet 100 Euro, macht das nicht, es stört alle anderen. Yoshi! Ja! Rechts abbiegen, verboten! Ah. Verboten, geradeaus! Geradeaus! Mach aus! Mach aus! Aus! Doch, doch, guck doch mal, zwei sogar! Da lang, da lang, da lang! Geradeaus! Nein! Jetzt einfach was gelegt. Es ist einfach ein Sound für sich, eine Symphonie. Die haben einfach die Straßen offen gelassen. Sind die geisteskrank? Ey, die sperren hier auch nirgends so die Straße. Jetzt wird's richtig los. Dein ganzer Reifen ist voll. Der ist komplett gelb, Bruder. Du musst aufpassen. Geil! Wir haben einfach Batman hier. Hi, kann ich mit dir auch Selfie machen? Ja. Can we come heim? Alter, fertig. Ja, das ist eure Junge, mach hin! Mach hin! Das ist doch Tom seine Maschine! Er hat ihn geliehen! Ich wollte gerade. Ich denke mal, ich beende das Video jetzt auch hier. Der Whiteout geht noch eine Weile. Ich will das Ganze jetzt hier genießen. Ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen. Ihr habt was gesehen von mir. Das nächste Mal sehen wir uns tatsächlich schon nicht mal in allzu lang. Denn ich werde ja mein ganzes Motorrad weiter umbauen. Wir werden eine perlweiße Verkleidung und bestellen. Das machen wir natürlich alles zusammen. Ich werde euch mitnehmen auf meine Reise. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Frischke.